Okay. Mal sehen, was der Abend bringt. Emma auf der Insel. Nicht okay. sterben, bitte ein nicht Rätsel sterben. Für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Ich. Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Ja. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Mhm. Ganz allein. Ganz allein. Okay, real talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Okay. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg. Und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Entdecker-Freunde. Hey, auf geht's. Okay, das wird sehr böse enden. Immerhin haben wir eine Handykamera. Ich frag mich, wo hatte sie das Handy? Wo? Okay. Vielleicht sollte ich mich das nicht fragen. So. Wir schauen uns nochmal hier den Steg an. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas übersehen, weil hier übersieht man ja sehr viel offensichtlich. Okay, nach da oben müssen wir nicht leuchten. Oh. Bist du's, Jacob? Wer war das? War das einer dieser Jäger? War das einer dieser Jäger, der Magier? Siehst du? Der Magier. Wenn wir jetzt nicht komplett zurückgegangen wären an diesen Steg, hätten wir das niemals gefunden. Wir haben zwei Tarotkarten verpasst. Der Magier. Das Undenkbare, das Unergründliche, das Mystische, sensationelle Wahrnehmungsmanipulation, das Werk eines Magiers. Gerade noch hier, schon wieder fort. Blinzle lieber nicht. Du willst doch nichts verpassen. Ich verpasse hier so einiges. Nämlich vier Tarotkarten, Mann. Von 22. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Verdammte Kacke. So, stell dir mal vor, wir wären jetzt hier hingekommen. Hier hin. Okay, hier gibt's nichts. Wir gehen zurück. Wir wären nicht weit gegangen. Wir wären nicht weitergegangen. Wir hätten die Tarotkarte never gefunden. Das ist das Miese. Das ist das Miese an diesem Game, muss ich sagen. Ich wünschte, das wäre nicht so schwierig, diese Tarotkarten zu finden. Mann, ich will doch die ganze Story wissen. Naja. Sei es drum, wir suchen natürlich weiter alles ab. Nach Hinweisen, Beweisen, nach allem Möglichen. Was ist das hier? Nicht schwer zu erraten, was das ist. Ja, die Toilette. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Mhm. Also, ich habe mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Oh. Oh nein, Gott, nein. Doch, genau da landet es. Okay, das ignorieren wir jetzt. Einfach mal. Genau da landet es, wo du gerade noch lustig am Schwimmen warst. Okay. Können wir denn hier nirgendwo rein? Okay, das ist die Männertoilette, da will sie wahrscheinlich nicht rein. Aber auch auf die Damentoilette möchte sie nicht. Entschuldigung, dann muss sie wohl nicht. Haben wir noch was? Die Kanus kann man sich nicht anschauen. Wir wollen zum Baumhaus, das heißt, wir gucken uns hier erstmal um. Da ist noch was. Ist hier neben dem Haus noch irgendetwas zu finden? Nein. Gut, dann hier. Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. Was? Ich will das Ganze ja interessant machen, nur manchmal ist es halt so, wie es ist. Wow. Ein Treffpunkt. Wohl dazu. Ein Treffpunkt ist da, wo man sich eben trifft.
Ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Renaturiert. Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das traurig ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie? Warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blöd damit ist, oder? Okay. Oh, seht. Was denn? Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Mhm. Ich kann nur einen der Wege nehmen. Das gefällt mir nicht. Okay. Dann bleiben wir hier. Wir gehen nicht hoch. Ich will sehen, was hier unten ist. Ach, was soll's. Jetzt stecken wir sowieso mittendrin. Und zwar richtig. Weil wisst ihr nämlich was? Ich habe mich wirklich auf den nächsten Teil meines Lebens gefreut. Ich meine, der Sommer war toll, aber jetzt... Ich meine, kommt schon. Ich weiß, wenn ich das hier poste, wird Hackett's Quarry eine ferne Erinnerung sein. Ich weiß, es ist nur eine Nacht und man muss das Beste aus seinen Chancen machen und so weiter. Mhm. Vielleicht will ich mich nur nicht mit dem Naheliegenden abgeben. Das da wäre? Abby hält mich ja für selbstbewusst, aber eigentlich will ich verzweifelt in einer Welt klarkommen, in der jeder anders sein will. Mhm. So, ist das jetzt die Erkenntnis, die du hier herausgezogen hast? Dass wir diesen Weg gewählt haben, anstatt den oben. Okay, von mir aus. Ich hoffe nur, dass wir hier nichts verpassen. Das ist meine einzige Sorge. Das ist das Einzige, was mich sorgt. Und wir sind wahrscheinlich schon wieder an 10 Sachen vorbeigelaufen. Ich kenne mich doch. Okay. Ja, wunderbar. Wir gehen immer weiter, wir gehen immer weiter. Ist jetzt nur die Frage, wo kommen wir hier an? Wir wollten noch zum Baumhaus. Oder kommen wir auch zum Baumhaus? Es ist irgendwie ganz nett. Mhm. Ich fühle mich, als wäre ich zum ersten Mal im Sommer allein. Gefällt mir. Mhm. Das ist schön. Das verstärkt die ganze Jacob-Sache irgendwie. Er sollte mich ja eigentlich holen kommen, aber jetzt, wo ich allein bin, gefällt mir das gut. Sorry, Jacob. Schön. Wenn du das siehst, nimm's nicht persönlich. Oh, das wird er. Geht da um mich. Wir sind cool, ja? Ja, wir sind cool. Mhm, klar. Er ist überhaupt nicht nachtragend, der Junge. Ach, da ist ja das Baumhaus. Aggressiv, wir sind nicht cool. Nachsinnend. Besser, es bleibt nur eine Erinnerung. Scheiße. Okay, weißt du was hier? Ich meine, wer weiß. Vielleicht sehen wir uns in 50 Jahren wieder und erinnern uns wehmütig an diesen einen tollen Sommer im Hackett's Quarry Sommercamp und den Funken, der uns verändert hat. Oder auch nicht. Dann sind wir ein 70-jähriges Liebespaar und haben irren Rollator-Sex. Hey, könnte so sein. Mhm, klar. Die Zeit wird's zeigen, Jakey Boy, und du weißt, die Zeit macht uns zu Narren. Aber wir werden die aufregendsten Narren überhaupt. Nur so lang muss ich mein Ding machen. Tut mir echt leid. Okay. Sie hat schon abgeschlossen mit dem guten Jacob Boy. Hier ist sonst nichts. Wir gehen mal weiter. Es ist wie immer sehr, sehr dunkel. Sehr dunkel. Und diese Lampe hier, diese Handylampe, bringt einen feuchten Kehricht, ehrlich gesagt. Hier ist noch ein, was ist das, Lagerfeuer? Hm. Warte mal. Wie kann es Mr. H gewesen sein, wenn er doch in der Lodge war? Mhm.
Vielleicht ist ja noch jemand hier? Hast du schon mal daran gedacht? Hinweis Sprach entdeckt. Der Rabe nimmermehr. Streichhölzer. Streichhölzer aus dem Harbinger Motel. Ein paar wurden abgebrochen. Und auf der Zündfläche sind Gebrauchsspuren. Wir haben schon wieder was verpasst. Und hier sind Ausrufezeichen, dass wir uns nicht angucken können. Ich hasse es. Okay. Der Rabe nimmermehr. Mhm. Ja, tu es wieder dahin. Harbinger Motel. North Kill, New York State. Das sollen sie nicht verpassen. Das wollen sie nicht verpassen. Das Hotel? Das haben wir aber verpasst. Wie es aussieht. Okay, da ist eine Leiter. Die müssen wir wahrscheinlich hoch. Dann schaue ich mir hier erstmal alles an. Wenn es hier überhaupt noch was gibt. Okay, wow, die Kameraführung. Alter, die Kamera ist manchmal wild. Die ist wild. Wir fliegen geradezu mit der Kamera hier über alles herüber. Aber, hey, kommen wir hier nicht weiter? Wir kommen hier gar nicht weiter. Ja, dann Leiter. Wir kommen nicht weiter, dann nimm die Leiter. Ich bin voller Rapper. Ich muss das nicht einhändig machen. Hm? Einhändig. Das klang nicht gut. Nein, das klang es wirklich nicht. Ach Mist. Mach keinen Scheiß, Mädel. Okay. Ach, immer vorsichtig. Ihr solltet wissen, ich bin ein Ass im Leitersteigen. Mhm. Klar doch. Voila. Das ist das luxuriöse Pentbaumhaus. Offensichtlich. Erbaut im Jahr 18, scheißegal, von einem Mann mit verbundenen Augen, mit dem besten morschen Holz, rostigen Nägeln und feinster Eselsspucke. Mhm. Ein echter Hackett-Klassiker. So ist es. Mit Elektrizität, wie es aussieht. Ich bin da. Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Okay. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Mhm. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Oh, oh, oh. Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod? Ist das eine Vorwarnung hier gerade? Ich habe keine richtige Antwort. Falltür öffnen, Tasche durchsuchen. Warum können die nicht beides? Warum kann ich nicht beides? Ich will erstmal die Tasche durchsuchen. Wir wühlen. Und wisst ihr was? Ich ziehe mir etwas an. Mehr gibt's heute nicht zu sehen. Alles klar. Sie zieht sich also an. Die Kleidung passt natürlich perfekt wahrscheinlich. Was war das? Was hat sie da genommen? Ich sehe... Oh, wow. Sehr hilfreich, sehr hilfreich. Cool. Gut, also... Ich glaube, da oben ist was. Und ich werde nicht erschrecken. Das kann ich euch wirklich versprechen. Macht ihr das jetzt wirklich auf? Was war das für eine Wahl dann gerade eben? Hä? Okay. Leb wohl, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt und keine Zeit für Zugaben. Nicht sterben. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Bärenspray oder Taser? Bärenspray, komm! Alter, was zum Henker bist du? Das hat mir Scheiß gebracht. Hättest du mal den Taser benutzt. Okay, keinen Fehler machen. Keinen Fehler machen, ich will nicht sterben. Komm, 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 komm. Yes! Mein Daumen fällt gleich ab, Mann. Okay, lauf, lauf, lauf. Was zum Henker bist du, Mann? Sprühen oder rennen? Wir sprühen erstmal.
Wir bekommen ihn damit einigermaßen betäubt. Okay, okay. Lauf weiter, Mädel. Lauf weiter. Und auf jeden Fall darüber. Tür zu, Tür zu. Okay. Was? Was jetzt? Da hoch? Tür versperren? Tür versperren, sowas von. Mit diesem Stuhl? Willst du mich verarschen? Das bringt doch einen Scheiß. Falltür oder Bärenspray? Immer noch Bärenspray. Okay, und jetzt hau ab. Okay, das geht natürlich auch. Let's go. Go, Girl. Go, Girl. Hopp, hopp, hopp. Niemand stirbt heute. Ist das ekelhaft. Versperr das Ding. Oh, das war sehr intensiv gerade. Wir haben es geschafft. Lodge wieder. Wir sind Dylan. Ruhig. Ich hab es. Er ist okay. Hast du Schmerzen? Nee, nee, sorry. Nur, ich bin echt hungrig. Das jetzt? Wir geben dir was im Haus, Hunger? Okay. Okay. Ja, okay. Also ich hätte keinen Hunger, wenn ich von so einem Vieh angegriffen worden wäre. Ich hab so Hunger. Okay, wir haben's verstanden. Ich weiß nicht, was sie alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Ich hasse Granola. Die Kraft. Die Kraft! Oh ja, ich hab sie mitgenommen. Hatten wir nur die eine Chance jetzt? Okay, hey. Oh. Es ist nicht die Reihenfolge hier. Den Magier haben wir vorhin gefunden. Okay, okay, ich sehe eine gewisse Chance, dass wir hier noch was finden können. Sieh an. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Das ist wohl wahr. Okay, das war echt knapp. Ich muss aufpassen, zwischendurch, dass wir diese Dinger nicht verpassen. Ich weiß nicht, ob wir noch die Möglichkeit hätten. Das öffnet die Krankenstation. Sollte reichlich Zeug drin sein. Na, hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Okay. Ich hol dir was zu essen. Essen. Du und ich werden ein Telefon suchen. Oh, ja. Ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Ihr arbeitet seit Monaten hier, warum wisst ihr sowas nicht genau? Kapiert. Okay. Vorsichtig oder optimistisch? Optimistisch. Ich hoffe wirklich, sie sind okay. Denkst du, was noch in der Krankenstation übrig ist, reicht? Caitlin weiß, was sie tut. Wirklich? Ich meine, sie war nicht mal für die Krankenstation eingeplant diesen Sommer. Sie ist nur eingesprungen, weil eine andere ausfiel. Ist besser als gar nichts. Komm schon, wir brauchen Verstärkung. Seltsam, aber dieser Ort wirkt so tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Nein, warst du? Kam mal vor, ja. Dylan schon wieder, er wird gerufen. Wo gehst du hin? Ich glaube, ich höre meinen Namen. Ja, das glaube ich auch. Ich habe nichts gehört. Willst du der Stimme wirklich nachgehen, Dylan? Das ist nur eine Falle, Mann. Eine dicke Falle, ich sag's dir. Wenn du leben willst, geh nicht dahin. Wie gedacht. Aha. Hoffnungsvoll, das ist gut oder paranoid, das weißt du nicht. Wir müssen optimistisch bleiben, Freunde. Es geht nicht anders. Oh, das ist gut. Ja. Dr. Orion. So, was nun? Wir brauchen jetzt Hilfe. Mhm. Wo rufe ich an? Mr. H? Hab nur die Nummer von diesem Telefon. Okay, dann 911. Du meinst 911? Wer sagt 911? Ich weiß nicht, ich
Scheißegal, Mann. Ist doch egal, Mann. Wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Nach allem. Die Polizei rufen nach... Wie wär's mit beidem? Verdammte Kacke. Die Polizei will ich nicht rufen, die ist korrupt. Krankenwagen? Denkst du, ich sollte direkt nach einem Krankenwagen fragen oder rufe ich einfach Hilfe, Hilfe? Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich dann, Hilfe, Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen. Es war ein Bär oder auch kein Bär, doch definitiv ein Tier mit Zähnen. Und wir wissen nicht, wie viele es da draußen gibt und oder wie schlau sie sind. Also könnten sie gerade planen, uns anzugreifen. Also schicken sie uns bitte ganz viele Krankenwagen. Sicher ist sicher. So, bitte sehr. Ja, ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Die Polizei will ich nicht rufen. Okay. Die gehört hier mit zu diesem ganzen Scheiß. Was ist los? Tod. Was? Shit. Hast du aufgelegt? Misstrauisch. Was? Warum sollte er auflegen? Nein. Oder? Wirklich komisch. Leitungsausfälle. Kommt halt vor. Genau dann, wenn du die Cops rufst? Das ist reiner Zufall. Hast du versucht aufzulegen? Was? Hier. Was machst du denn da? Keine Ahnung, das machen sie in Filmen, wenn es nicht mehr tutet. Du tippst auf dieses kleine Ding hier. Wir sind hier nicht im Film. Okay, gut. Nur, woher weißt du das? Möglich, dass sie wollen, dass du das denkst, Mann. Was? Wer? Was redet der da, Mann? Der spinnt okay, doch. So viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Na dann hin. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Let's go. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemanden kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Oh, aggressiv? Du musst verrückt sein, ruhig. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet sind. Warum sollen wir denn jetzt aggressiv werden, Mann? Nein, wir bleiben ruhig. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet und in Sicherheit sind. Okay, sei vorsichtig. Ist schon gut. Natürlich. Okay. Liegt wohl am Wetter. Mhm, das Wetter. Was für Wetter, Ryan? So ein Schwachsinn. Bestimmt waren es die Bären. Bären. Und wieso sind Bären an allem schuld? Okay. Also das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, der die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat, was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflixt. Ja. Siehst du? Verflixt. Neben Munition mit ohne Ende sogar. Ich soll besser Caitlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sich an Panik. Ja, okay, ja, los geht's. Und nimm das andere Gewehr. Oh, der hat das andere Gewehr, okay. Gut, gut, gut. Oh mein Gott. Ja, wir bringen die am besten zu Caitlin. Defensiv? Die braucht sie nicht, oder? Gib ihr die Waffe. Wir haben ja schon eine Waffe. Wir brauchen nicht zwei. Na, vielleicht, wenn wir ihr einfach deine Waffe geben. Ich kann viel besser schießen das als du. Das weißt du nicht. Okay, ich bin vielleicht ein Schützengott. Ganz genau. Könnte sein. Jetzt gib ihr das Ding. Waffe behalten, Waffe geben. Na, dann geben wir ihm die Waffe. Was soll's? Ah, okay. Du hast recht. Hey, wir haben ja noch meine. Sei extra nett zu mir und vielleicht darfst du auch mal. Oh, vielen Dank. Schreib keinen Scheck, den dein Arsch nicht packt. Mein Arsch hat ein fettes Bankkonto. Mhm. Das ist ja gut zu wissen. Darf ich da mal abheben? Ryan, gefällt deine Entscheidung. Wow. Und sie kann schießen, das haben wir gemerkt. Ich störe wohl gerade. Nö. Alles gut.
Was ist? Dumme Caitlin. Hey. Kopf hoch, Großer. Ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem, mache ich doch gern. Oh, Mann. Können wir ihm denn trauen? Können wir ihm trauen? Wir vertrauen ja jedem irgendwie. Auf der Insel wieder mit Emma. Sie ist immer noch auf der Flucht vor diesem Monstrum. Können wir jedem hier trauen? Das weiß ich nicht. Noch nicht. So, liebe Emma, wohin mit dir? Oh, oh. Okay. Ja, da klopft schon jemand. Oh ja, oh, das ist eine gute Idee. Das solltest du vielleicht nutzen. Langsam einkurbeln. Ja, komm, mach mal langsam. Nicht, dass es zu laut wird. Oh, es ist trotzdem scheiße laut, Mann. Eieieiei, dieses Gekrächze. Beschleunigen. Nein, 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 wir bleiben. Es ist zwar laut, aber nicht so laut. Ich hoffe sehr, dass es... Oh mein Gott, wir sind tot. Wir sind fucking tot. Nein. Ich war safe sicher, dass das... Oh, dass wir tot sind. Dieses ekelhafte Vieh. Bah. Erinnert mich voll an die Wendigos. Nicht ganz, aber schon sehr nah dran. Natürlich ist der Taser kaputt. Was dachtest du denn? Wir haben es geschafft. Emma ist eine Überlebenskämpferin. Sie hat's drauf. Sie hat es drauf. Sie hat's geschafft, alleine gegen dieses Vieh zu gewinnen. Bärenspray sei Dank. Oh, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Wir haben zwei Tarotkarten. Ist es wieder soweit? Es ist wieder soweit. Sieh an. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Aroma. Aroma. Der Magier. Ja. Das Undenkbare, das Unergründliche, das Mystische, Sensationelle. Wahrnehmungsmanipulation. Das Werk eines Magiers, gerade noch hier, schon wieder fort. Blinzle lieber nicht. Das ist genau das, was wir vorgelesen haben, oder? Du willst doch nichts verpassen. Wie immer gibt es mehr zu sehen. Ich bitte darum. Und wie immer entscheidest du. Willst du noch was sehen mit mir? Netflix and Chill, oder was? Sorry. Also, wir wollen natürlich mehr sehen. Ich meine, was bringt es, einfach weiterzumachen, ohne was zu sehen? Oder gibt es da einen Vorteil dadurch? Wir gucken uns alles an. Such aus. Sei weise. Was? Wir können uns nur eins aussuchen? Ich will beides sehen, Mann. Wir machen mal der Magier. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, warum. Okay. Du verabschiedest dich also. Offensichtlich. Denk an Folgendes. Vergiss nie, wer deine Freunde sind. Die Menschen, die auf dich Acht geben. Okay, ich... Vielen Dank, Oma.